Meine lieben Freunde, das war heute über Ostern mein wichtigstes Experiment, weil alles wird kritisiert. So, und ich habe also mit diesem Teller das gemacht hier. Und dieser Teller kann sich niemals drehen. So. Und dieser Teller auch nicht. Das geht nicht. Teller rutschen. Und dann habe ich noch einen dritten. Aber ihr könnt das ja zu Hause selber ausprobieren. Und was das Schöne ist, dieses Osterexperiment auf einer Tischdecke. Und da rotiert überhaupt nichts auf einer Tischdecke. Und noch niemals hat sich ein Gegenstand so bewegt und geschwebt und rotiert wie dieser Teller. Und ich will euch ganz ehrlich sagen, es wird ja immer alles kritisiert. Aber das soll man da erstmal nachmachen. Und dann habe ich den Teller noch hochgehoben, gezeigt. Die ganzen Spaghetti sind runtergeflogen auf dem Tisch. Aber das war mir egal, damit da nicht was unter ist oder unterm Tisch was ist. So, das ist also der Grund, warum ich immer den Teller umdrehe. Aber ich habe das früher schon mal gemacht und ich kann euch sagen, es war ein wahnsinniges Experiment. Ich habe das für was ganz anderes gemacht. Und deswegen, ich werde das bei YouTube veröffentlichen, aber erstmal da kommt ein großer Kinofilm. Ich glaube am 20. April. Da geht es um übersinnliche Effekte. So, und dafür habe ich das irgendwie so gemacht. Also die meinten von dem Film, also Leute könnten ja irgendwie was zeigen, wenn sie meinen, so übersinnliche Sachen passieren in der Wohnung oder auf der Straße. Und ich habe mir gedacht, mit dem Teller, das passt gut, weil niemals kann ein Teller rotieren, drehen und auf einer Tischdecke schon gar nicht. Und das ist meine Stärke. Ich kann das vor Leuten zeigen in einem Lokal. Nur wenn das im Lokal passiert wäre, es wäre schrecklich gewesen, wenn die Spaghetti geflogen wären, alle auf den Tisch. So, und demnächst kommt der Film. Euer Klaus.